Also, Atmel. Atmel finde ich grenzenlos geil. Die haben mir nämlich diesen Stick hier geschenkt. Und ich benutze auch total gerne die MCUs von denen. Also diese AV. Oh, diese AV. Ach ja, AVR Mikrocontroller. Pick, ne? Pick ist ach, der allerletzte Deck. Aber diese AVRs finde ich super. Die benutze ich total super gerne. Ich finde nur eines nicht so prickelnd. Nämlich, dass wenn man bei Atmel, oh, ich finde Atmel geil, aber wenn man bei Atmel sich Samples bestellen will auf der Website, dann darf man sich erst 5 Stunden lang registrieren und dann sucht man sich seine Samples zusammen und denkt sich, yay, Mikrocontroller für low, und dann muss man 5 Seiten mit Projektbeschreibung und Zeithorizont und so einem Dreck ausfüllen. Und oh nee, komm Atmel, das habt ihr nicht nötig. Ihr habt's echt nicht nötig. Schickt mir doch einfach mal so ein paar Atiny4313 und einen von diesen Admegas mit den 40 Pins. Aber bitte alles nur Dip. Sehe ich aus, als hätte ich eine SMD-Lötstation? Nein. Keine SMD-Lötstation. Also, ja. Trotzdem bedanke ich mich bei Atmel für den USB-Stick und den Kugelschreiber und den anderen Kugelschreiber und den Block und den Batterietester und den Taschenrechner. Total geil, Atmel, danke. Ach ja, kriege ich noch so eine Tasse von euch? Ich weiß, dass ihr die habt. Ich war schon bei euch im Büro, ich habe die gesehen. Ist völlig zwecklos zu leugnen. Ist vorhanden, ich weiß das. Kauft Atmel, kauft Atmel, kauft Atmel, kauft Atmel. Dritter Sport.